Ich habe 6 Runden gekämpft, aber 10 Runden nicht. Und das ist die erste 10 Runden Kampf für mich. Das braucht man mehr Kondition und mehr Technik. Und braucht man viel das vor 10 Runden. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, dass es 10 Runden ist. Das war meine Bitte. Ehrlich gesagt, die 4 Runden sind mir zu kurz. Da werde ich gerade mal warm. Also wir haben ein super tolles Team hier im Garage. Ich bin hier tagtäglich im Training, 6-mal die Woche. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin sowieso immer in der Wettkampfvorbereitung, weil ich einfach jederzeit bereit sein will. Ich gehe mal laufen auch und trainiere hier mit guten Leuten, mache Sparring, Schlagschule. Diesen Monat muss ich jeden Tag trainieren und dieser Kampf muss ich mich bereiten. Isaac Anamadi ist dafür bekannt, dass er Druck aufbaut und viel arbeitet. Ich habe schon gehört, dass er gute Schläge hat, aber ich habe auch ein gutes Kinn. Er hatte gute Erfahrung, er war ein guter Amateurboxer und er kämpft auch immer mehr Kämpfe und hat auch ein paar Boxkämpfe gemacht, alle gewonnen. Er ist hart von Körper und Kopf auch, aber ich schätze, dass ich bin auch nicht schwach. Ich weiß es, dass er Schlachten liebt. Ich weiß es, dass er ungern zurückgeht. Genauso wie ich. Somit planen 2 Steinböcke von ihm. Ich freue mich drauf. Ich weiß es nicht, ob es über die Distanz geht. Ich hoffe mal, dass es mindestens 8 Runden sein werden, weil ich auch selber ein bisschen mehr an meine Grenzen gehen will. Das kann man nicht vorher sagen, wie läuft, aber mein Plan und sicher, Ihr Plan wird auch so sein, dass mich bis 10 Runden dauert. Ich denke aber, das ist eine gute Challenge, wird eine gute Schlacht werden. Und was ich ganz sicher garantieren kann, das wird ein richtig unterhaltsamer Kampf werden für die Zuschauer.